What a beautiful day. So, hallo und willkommen zurück zu Serious Sam 2. Lang genug hat's gedauert. Ja, man kennt's ja, die liebe Arbeit, dann waren die Katzen krank, dann hat man zwischendrin auch noch was anderes zu tun, wie Wohnung aufräumen oder sowas. Ich kann mir leider keine Putzfrau leisten. Bams. Ups. Mal schauen, wie weit ich da jetzt komme. Wenn ich überhaupt irgendwo hinkomme. Ich bin gar nicht eingespielt. Das kann nur schief gehen. So. Nein! Bazooka! Hab ich jetzt... 25? 33? Ich wollte eigentlich die Waffe vor der Munition aufnehmen, weil dann... Ich bilde mir ein, dann kriegt man mehr. Hat man mehr von. Und ich kann hier gar nicht gescheit steuern. Ich habe nämlich ein Pflaster am Finger. Ich bin schwer verletzt. Und da geht's schon los. Bams. Huch. Eieieiei. Vielleicht soll ich gleich mal hier die Bombe zücken. Ja. Sowas zum Einspielen ist super. Die Dinger weg. Da können Gutes drin sein in den Statuen. Oh, die steht noch. Die steht immer noch. Oh, Munition! Weg, 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 weg. So. Ja, ich habe auch hinten Augen. Ich kann auch ausweichen, Sachen ausweichen, die von hinten kommen. Aua. Von der Seite klappt es nicht so gut. Bombe hebe ich mir lieber noch auf, glaube ich. Warum geht denn das Ding hier nicht kaputt? Weg da. Au. Oh. Weg da. Aua. Sind einfach zu schnell. Nein. Da liegt ein Schatz. Uah! Wieder in die falsche Richtung. Mann, die Kugeln sind voll nervig. Sind fast so schlimm wie diese... Na, diese Footballspieler.
Ui. Oh, schon wieder. Nein. Look, there's the cannon. Prepare to crack some heads. Ja, Cannon. Erstmal durchschnaufen. Hui. Hebe ich mir auf. Ich hoffe, das ist nachher noch da, das Herzchen. Da, klar, da hinten ist wieder ein so ein Ding. Hebe ich mir auch mal auf. Hier geht's nämlich, glaube ich, gleich noch weiter. Hui. Bing. Ach, noch ein Life. Mal schauen, vielleicht kriege ich das Teil da hinten mit der Cannon kaputt. Den Drachen. Oh, da ist noch eine Bombe. Okay. Nur gerade geguckt, wie der Bombenstatus so aussieht. Ja, na gut. Hilft ja nichts. They'll be coming from the starboard bow. Fire them cannons and swab the poop deck. Gibt es damit kaputt? Nein. Geht auch damit nicht kaputt. Uah! Die Kanone ist eigentlich sehr, sehr cool. Ich kann nur mit der schlecht umgehen. Uah. Bin gerade etwas stiller. Ich muss mich konzentrieren. Aua. Viel Munition hat die leider auch nicht. Babs. Aua. Die fetzt alles weg, was im Weg ist. Oh, ich brauche die Kanone. Ich brauche die Kanone. Ich nehme die Bombe. Hui. Hui. He can lick my lead. Lick my was? Hab's nicht verstanden. Puh. Ich mag keine Aufzieh-Rinos. Cannonballs. Mehr Cannonballs. Was soll ich aufheben? Was macht ihn angry? Ich sollte vielleicht zuhören. Andererseits kenne ich das Spiel auswendig, also eigentlich überall hinlaufen, alles mitnehmen, alles kaputt machen, alles umhauen, dann halt keine Bombe, die brauche ich vielleicht noch. Das nehme ich mit. Und das brauche ich nicht. Und eine Amor. Gibt's hier noch was? Kann man das kaputt machen? Nein, nein, nein. Tralalilala. Sehr viel entspannender als gerade diese ganzen Mädchen-Themen in allen möglichen Foren. Ich will abnehmen, ich will zunehmen. Wenn man ihnen dann sagt, wie man abnehmen oder zunehmen kann, dann heißt es, wollte ich nicht hören. Ich esse ja schon 1000 Kalorien am Tag. Verstehe nicht, warum ich nicht zunehmen kann.
Mhm, klar. Ein Schatz. Kling, kling. Kann ich tauchen? Ah, ich kann. Blöde Frage, natürlich kann ich tauchen. Naja. Bin gerade noch etwas verwirrt, glaube ich. Okay, da komme ich nicht hoch. Was gibt's hier? Ah, schön ist es hier. Ich habe mir heute wieder ein neues Spiel gekauft. Ich freue mich so. War gerade im Angebot. Das muss ich nachher gleich mal ausprobieren. Vielleicht mache ich dann auch gleich noch ein Let's Fail dazu. Und weil ich gerade schon dabei bin mit Let's Fail und so weiter und so fort, möchte ich nochmal erwähnen, dass es mir sehr leid tut. Was wollte ich sagen? Dass es mir sehr leid tut, wenn es zwischendrin immer so ewig lang dauert, bis es mal weitergeht. Aber ich muss halt leider arbeiten. Und wenn ich da 10 Stunden am Tag durch die Gegend renne und Zeug von A nach B schleppe, dann habe ich am Abend erstens keinen Nerv mehr zum Aufnehmen, weil ich viel zu müde bin und viel zu kaputt. Und wenn ich dann am nächsten Tag wieder früh aufstehen muss, dann kannst du es sowieso vergessen. Jetzt geht's gerade, jetzt habe ich gerade ein bisschen frei, da schaue ich mal, wie viel ich vorproduzieren kann. Dass es wieder ein bisschen reicht. Kann ich die auch kaputt machen? Nein. Mal schauen, wie gut ich hier vorankomme. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Huch. Aha, da ist irgendwas. Hier geht's bestimmt gleich... Ja, hier geht's wieder ab. Mit Clowns und... Raketenfuss ist okay. Na, treffen will gelernt sein. Kommen bestimmt gleich wieder Rhinos. Bams. Darf ich jetzt gucken? Gut. Wieder keine Munition mehr. Keine Ahnung, ob das hier irgendwas bringt. Mal die da. Da wehtun? Nö. Alles kaputt machen. Was wollte ich sagen? Das Spiel, das ich mir gekauft habe? B? Ich habe gerade vergessen, wie es heißt. Aber es erinnert mich ein bisschen, ich weiß nicht, wie soll ich sagen, es sieht aus wie Indiana Jones im Shooter-Format. So hat's ausgesehen. Und ich bin ja ein heimliches Indiana Jones-Fangirl. Und ich denke, das Spiel könnte mir einen ganzen Haufen Spaß machen. Säule. Hier ist nischt. Hier ist sehr viel nischt. Ein Stein. Ein Sack voll Gold. Bling. Toll. Der ist so ein Held. Prinz Chans Lolli. Da gucke ich hier erst nochmal. Was ich mir wahrscheinlich sparen könnte, weil ich hier wahrscheinlich sowieso lang muss. Aber ich gucke trotzdem. Weil ich es kann. Jawohl. Ja, hier geht's dann weiter, wie es aussieht. Hier ist der Dingens, der See. Hier ist nix. Hier kommen wieder irgendwelche Leute. Viecher, Monster, Clowns und weiß ich nicht was raus. Ach, ja. Bin aus der Übung. Mit dem Reden. Ja, auch sowas ist möglich. Wenn ich wieder eine Weile gespielt habe, dann komme ich wieder rein, dann bin ich wieder etwas gesprächiger, vielleicht. Aber jetzt so im Moment bin ich ein bisschen... ne, weißt du schon.
Ja, gib mir. F. Nicht E. Yay. Und Scheißviecher. Wo bleibt die Musik, oder ist die noch gerade zu leise? Ah, doch, da ist Musik. Gut, gut. Upsa! Scheiße. Wah, wah. Okay. Wo ist denn die Bombe? Problem. Ja, das war jetzt ganz toll. Schmeißen die mich einfach aus meinem Gefährt raus. Mist. Das sind große, oder? Die sehen größer aus. Au. Au. Boah, scheiße, die krieg ich so nicht tot. Alter, was steht hier alles rum? Oh, da ist noch ein Gefährt. Ich brauch das. Aua, aua, aua. Weg da. Oh, ich glaube, das war's schon. Dann brauche ich vielleicht doch kein Gefährt. Naja. Mensch, heldenhaft versagt. Ganz gut eigentlich, dass ich das Spiel versehentlich auf zu leicht gestellt habe. Sonst wäre das jetzt... hätte schmerzhaft werden können. Ja. Hm, keine Raketen mehr. Was ist da hinten noch? Nischt. Da. Ist auch nichts. Wahrscheinlich wieder 1000 Geheimnisse übersehen. Habe ich überhaupt ein Geheimnis gefunden? Glaub nicht, oder? Naja, egal. Come out, come out. I've got something for ya. No. Oh, look at these delicious lollies. Oh, they're so tasty. Yummy! No! Okay, that does it! No! See what you made me do? Now come out, or the lolly gets it. You'd have to hold your pants up with an asteroid belt.